Ja, gut, da, he? In dieser Garage hier, Roland, da arbeitest du einmal, wenn du nicht gerade unterwegs bist, im Nationalrat, nehme ich an, oder? Das ist gerade bei Wombriet, beim Kreis, wenn man nie fährt, oder? Das stimmt schon so. Da arbeitest du auch noch. Das ist unser Familienbetrieb, ja, wo mein Bruder führt. Meine Mutter mit über 80 noch dort ist. Und der andere Bruder, das Vater Gattori, nein, ist nicht er, ist ein Mitarbeiter. Ja, genau. Garagechef ist. Ja. Ja. Das ist unser Familienbetrieb. Toyota und Hyundai-Vertretung, etwa 15 Angestellte. Weißt du, vorher hat die Mutter begrüßt, also ich war überrascht. Du hast gesagt, über 80, aber die ist brutal gut zu Weg, gell? Ja, die ist brutal zu Weg. Die ist am Morgen einmal noch die erste, am Abend die letzte im Betrieb. Alle von 180. Weißt du, warum das jetzt fragen? Und übrigens, warum wir jetzt mal drauf schauen, so ein bisschen zum Schauen, gell, wie wir da drauf sind. Das ist auch ein Experiment. Ja, ich glaube schon. Was meinst du so? Sag. Ja, so, ha? Ja, du gut, du gut, dann halt wenig. Kamera ab, ja. Weißt du, wieso, dass die Frage ist? Ich kann mich erinnern, das muss irgendwie vor dem 94 sein oder vor dem 93 bin ich mal zu Buchs in die Autobahn eingefahren. Oder? Steht doch einer dort neben dem Toyota zu. Gell? Toyota hat ja wirklich nie eine Panne. Er hat kein Benzin mehr drin gehabt. Der, der auf Straße war, war dein Vater. Damals in Altstetten geholt. Oder? Dann haben wir eingeladen, haben wir ihn gelacht, haben ihn hergebracht. Oder? Und bin ich noch in der Garage manchmal. Es hat sich unglaublich viel getan. Oder? Und darum bin ich so überrascht, als deine Mutter gesehen, wie die Busper ist und zu Weg ist. Ja. Gell? Ja, ja, der Vater ist halt schon vor über 10 Jahren jetzt, gestorben. Völlig überraschend. Ja, völlig überraschend. Ja. Aber eben, wir sind zu dritt und vor allem die zwei Brüder, die das Geschäft führen. Wir machen uns jetzt unterwegs da, gell, mit dem Toyota. Mhm. Wir tun einmal, das ist ja ganz klar, mit dem Toyota hast du jetzt einfach in Gottes Namen hier irgendwelche Pannen, außer wenn der Radio läuft, aber kann man nicht drücken. Das ist noch gut, wenn es schon eine coole Musik war. Hybrid ist natürlich vorbildlich. Genau. Ein Auto, wo da kann man mit 4,5 Liter fahren. Ich bin immer noch ein bisschen schneller. 4,5 hast du? Nein, nein, ich fahre 3,5 bis 4. Ach, was sicher, jetzt? Komm jetzt da. Die Plattengarage da hinten? Das ist die Hyundai-Vertretung. Da muss man trennen. Da sind sehr sensibel drauf. Und genau. Ist aber auch euch, gell? Ist auch uns, ist kleiner. Aber. Und Hyundai, weiss ich nicht recht, sind es Chinesen oder sind es Koreaner oder was sind denn Hyundai? Es sind Südkoreaner. Südkoreaner, gell? Das ist eigentlich der Konzern zusammen mit Kia auch, aber Hyundai ist top. Ihr seid immer so ein bisschen fernöstlich unterwegs gewesen, gell? Ja, nein, nicht ganz. Am Anfang, der Vater hat angefangen mit British Leyland, also Rover, Mini, Morris. Ja. Und, aber vor allem meine Mini Cooper. Vater ist an der Rennen gefahren. Aha, aha. Jetzt fahren wir rein, gell? Nach jetzt haben wir ja Straße, ins Dorf. Das längste Strassendorf genau. Früher einmal. Ja. Jetzt und ist es natürlich schon bröter geworden. Bist du auch ein Strassenkater gewesen, oder? Was denn? Ja, einfach. Er ist unterwegs. Der Kummer Bund hat mir mal gesagt, die Hälfte der Oberdietner seien in Marignano im Gymnasium. Also irgendwie, jeder, der ich gefolgt hat, sei etwas exportiert worden. Die einen auf St. Gallen, auf Fladen, ob der Wolgen singen, der Werner, ja, oder ich weiß nicht mehr genau. Nein, das ist noch die Elite. Nein, ich bin normal. Ich bin, ganz normal, ich bin in der Primarschule, dann in ZEC, habe das KV gemacht, auf der Bienenbank im Rintel. Aha. Und habe nachher dann mit Schaffen zusammen die HWV gemacht, also quasi wie das Tech, einfach auf dem kaufmännischen Bereich. Und schon immer gewusst, dass er so ein bisschen, sag mal, auch international ist unterwegs? Nein. Ja. Weil der Vater ist die grösste Enttäuschung, als ich nicht Automechaniker gelernt habe. Und dort habe ich die Frage, kann ich zum Garage übernehmen? Aber die haben ja beide Brüder, die machen das, der Ältere und der Jüngere. Und die machen das hervorragend. Wenn sie es freut, haben sie ja schnell aus. Ja, ist etwas, will ich sagen. Ja, nein, das sind wir dann schon im Gemeinshaus, im Kreml, sogenannten Kreml. Hat doch zwei Kirchen zu operieren, gell? Es hat links eine, rechts eine. Ja, rechts, die quasi die normal. Klar, rechts kommt das Gemeindehaus, gell? Das ist genau, der sogenannte Kreml. Man redet ja viele der Zeitungen vom SVP-Dorf Oberried. Ja. Stimmt nicht ganz. Also im Gemeinderat sind wir überhaupt nicht vertreten, obwohl wir in Kantonsrats- und Nationalratswahl einmal über 50% haben. Fahren wir da rechts? Nein, kannst du da gerade fahren. Fahren wir weiter. Ja, ja. Gut. Polizei wäre auch da gerade Polizei rechts, ist gell? Da, ja. Rechts ist Kirche. Marcel Lietzschi, Kantonsrat, ist da Polizeichef, ja. Aber er geht weg. Er geht auf Samagrieten. Genau, und der Marcel Lietzschi ist ja Präsident von der BSK, also der Berufsschulkommission in Buxtel. Jawohl, ja, genau. Jawohl, genau. Das Joderkörl ist da in dieser Kirche auftreten und so weiter. Mhm. Oder jetzt fahren wir da oben hier durch. Links ist dann irgendwo noch die Bude vom Kuno Bond, also vorher ein Coiffeur drin gesehen. Ja, genau, der Vater. Der Vater hat ja auch alte Haare geschnitten. Manchmal hat man etwa noch ein Ohr geschnitten. Der Ignaz, der Nazi. Das ist übrigens gerade da, ja. Genau. Der Coiffeur ist Alnard, der Coiffeur und Toll. Und der andere Toll ist ein Kuno Bond, seine Firma. Jawohl. Jetzt am besten fahren wir ins Dorf. Aber links kommt dann noch Zeck, wo ich auch war. Also wir sind jetzt hier dran, hinter einem Elektro-Kolb.
Und wir fahren jetzt, wenn wir das Gefühl haben, wir fahren viel schneller, wir fahren jetzt also 8, nein, schleichen. 40, jetzt also wir schleichen, ja. Mit der GoPro-Kamera voraus sieht es ja zum Teil sehr, sehr schnell aus, so ist es nicht. Rechts geht es da rechts, aber gehen wir Mundlingen zu. Gehen wir Mundlingen zu? Mundlingen ist, ja, denke ich, schon eine von den 5 Gemeinden, die operiert hat. Also, Ding, also von den 5 Dörfern, die Gemeinden ausmachen, muss ich genau sagen. Operiert natürlich, dann Achewies, wo wir jetzt gerade anfangs Achewies sind, den Mundlingen, Kriesseren nachher, wo man kennt natürlich von der Ringer her, und das Berg Gebiet hinten dran, Kobelwald, Kobelwies. Hoi, 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 da ein neuer Kreisel. Kreisel, so neu ist es der auch wieder nicht. Dort hinten übrigens der Bachhof. Kannst du da richtig Mundlingen zu. Genau. Und Mundlingen muss man sagen, gell? Die drei Kirchen, wenn du noch von der Kirche hast. Ja, es fahren wieder rechts, gell? Ja, oder? Rechts auch, unter der Badur. Ja, weißt du, Mundlinger Berg lädt so lang, 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 gell? Also, die Linie durch, die letzte von den 4 Häusern, die dann weggegangen ist, jetzt dort nicht die Autobahn. Ich habe es erlebt, diese Brühe, die Linie ein neues Haus bekommen hat. Ja, ja, ja. Ja. Und jetzt, wenn ich denke, letztes Mal im Oberstufenzentrum zu Mundlingen gefilmt vom Berg, also er hat sich unglaublich verdorben. Ja, ja, der Paar ist fast ein eine Villa gegend geworden. Ja, ja. Und vorher war auch die Schule da oben und sonst nicht allzu viel, eigentlich, kann man sagen. Ja. Ja, ja. Und hier neben, hinter dem Berg, in der Schattenseite, war der Schuhplatz. Lang dort am FC Mundlingen als Junior geschuttet. Nicht so gut wie andere, weil FC Mundlingen natürlich Nazi-Anspieler rausgebracht. Komm jetzt, sicher. Jetzt sieht man, wie sieht man heute hier. Kann auch so Sponsoren nehmen. Ja, Super League. Super League, und die, der Hilmar Ziegerlig, ja, der war natürlich ein grosser Spieler im FCZ. Und nachher jetzt Gebrüder Lüchinger und beim FC St. Gallen unter anderem in Österreich. Das sind Jüngere, die sind jetzt 5, 6, 20, sehr erfolgreiche Spieler. Der Vater war ein FC Mundlinger, ein Jahr zwei älter als ich, und, aber noch ein Wieser. Jetzt fahren wir in Mundlingen rein. Genau, jetzt haben wir wieder 50. Das Bergli hinten, wo du gesehen hast. Das Bergli, genau, genau. Ich hoffe, man sieht das. Ja. Eben wie gesagt, mit der GoPro-Kamera sind sie so unterwegs. Ist auch ein Experiment, oder? Dass wir mal durchfahren. Also, wenn du bist richtig innovativ, im Gegensatz zum Schweizer Fernsehen. Ja. Da habe ich nochmal verraten, der es noch viel weiter macht. Das war der Roman, der Orthopäd. Ist dann da natürlich selber ein Dummer. Ist auch mal einen Unfall gekauft, eine Unfallstrecke. Gell? Also, ja, hat er dort wahnsinnig viel, hat dort eine Todesstrecke geheißen. Den Ritzen? Ja, genau. Ja, genau. Ja, das ist, das ist mein Vater. Genau. Also, da war noch zweispurig natürlich. Genau. Früher. Ja, ja, und also, ich bin da auch da ganz also, schlimme einprägsame Erlebnisse gehabt. Wenn, wenn der Vater einmal die Auto zusammen lesen musste, hat die wirklich zum Teil noch Körperteile gesehen. Also, das ist unglaublich. Ja, ja. Ja, das war manchmal auch komisch. Man hat das Gefühl, es hat zum Teil wirklich Unfälle gegeben, zum Teil vielleicht auch Leute, die quasi Selbstmörder gewesen sind und da gemacht. Ja, das hat man gesagt. Hat man ja, ist nicht auszuschliessen. Ja, genau. Aber die Unfälle hat es auf jeden Fall gegeben. Ja, ja. Wenn du nachher da vorne links fährst, das ist das wunderbare Berg, das jetzt ein bisschen wunderbar ist, oder? Mit dem mit Kirchen der oben, Kapelle. Da, Redberg, das gehen wir hier nur mit, dann können wir gerne noch beim Schuhplatz vorbei, wenn du Zeit hast. Jetzt da links? Ja, da links. Ja, da. Alles steht dazu. Genau. Ah, ja. Eben, also, wenn man jetzt denkt, die Gemeinde Oberried, die hat natürlich fusioniert, schon lange. So nicht ja, so da weiß gerne niemand. Einmal, ich weiß es nicht. Es war alles zusammen gewesen, aber an sich, ja, heute reden wir von Fusionen. Und eben bei uns sind die 5 Dörfer zusammen. Wenn wir jetzt so fahren, vielleicht sieht man es hier noch ein bisschen. Ein bisschen der, eben das Berggebiet hinter den Häusern. Ja, hinter ja. Ist jetzt ein bisschen weiter oben noch Schnee, sieht man es nicht gerade. Oder? Genau, das ist schon fast richtig dünne Uhr. Das ist schon eine riesige Fläche. Ja. Genau, ist eine riesige Fläche. Ja, und ganz verschiedene Leute, das ist cool. Bist du früher mal gehen, wo muss ich links? Nein, auf geradeaus, eben, gell? Bist du früher mal laufen gegangen, da weißt du, Camor oder eine Rochen? Viel jetzt noch, oder jetzt gehst du nicht laufen, der Winter, wo es ja früher so viel Schnee gab, bin ein paar Mal da oben gewesen, einmal in der Nacht. Cool, schöne Bilder, kann das nachher noch zeigen. Hure schöne Bilder gemacht. Ja. Und hier natürlich auch bei einmal geschuttet mit dem Velo oder noch später mit dem Töffli ins Training. Einmal und daheim bist du in der Garage gewesen? Also da, ja. Wir haben alle dort oben gewohnt. Ah, ja, jetzt neu wohne ich mache wie so. Jetzt kannst du das Auto kommen, rechts hinter. Da haben wir schon Platz hinter. Da rechts hinter, ja, genau. Da heisst es ja. Das ist die Frau ist ein bisschen weit. Ja, das ist ein bisschen eng eingebogen. Aber alles gut, das ist alles perfekt. He? Da haben wir gesehen. Schwinghalle zuerst, ja. Genau. Das ist ein bisschen neuer und hier haben wir den Schubplatz. Da hast du also geschuttet. Als Junior. Nein, als Junior. Die Mannschaft war eine Zweitliga, eine ganz gute Mannschaft. Aber jetzt sind wir nicht viert.
Nein. Aber Mundliga. Dritt, aber besser. Zweitliga. Komm jetzt. Wobei jetzt nicht also regional. Aha. Nicht ja. Die Ober. Da ist früher da ist einfach Erstliga, Zweitliga. Ja, ja. Da ist aber die Schwinghalle. Schwinghalle, genau. Ja. Natürlich. Ringer und Schwinger, gell? Hat's natürlich Ringer und Schwinger. Ringer operiert. Ja, da ist der Schuttiplatz. Da ist der Schuttiplatz, ein strenges Platz. Und dann müssen wir noch da fahren. Das Fahrrad sieht man sich fast besser. Der Hochplatz. Okay. Ja. Das ist der Trainingsplatz. Ja. Ist neu trainiert, so dort vorne sieht man noch ein bisschen. Ah. Aber wir haben alle da trainiert. Natürlich aha. Vielfach ist es noch gefroren auf der Seite. Ah, und so. Da ist der Platz, wo die Mannschaft heute noch spielt. Und da haben wir viele Euphronenarbeit natürlich die ganzen Sachen bauen, da, weißt, ja. Das Clubhäuschen. Und ja, und was ist denn das vorne links? Wo das links? Das ist ein neuer Trainingsplatz. Also neu. So nicht mehr so neu, aber ein Trainingsplatz, wo es noch nicht gegeben hat, wo wir Junioren waren. Ja, wie für Schuttiplatz? Hat es ja zwei Trainingsplätze und Schuttiplatz? Ja, selbstverständlich. Ha? Das ist ein grosser Club, mit sehr gut geführt, mit guten Juniorenabteilung. Das kannst du es nachher noch führen. Da fahren wir mal her. Willst du mal her? Ja, sicher, dann müssen wir mal herfahren. Weißt, jetzt wäre ja. Gut, ist das nur ein Trainingsplatz, oder? Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, im Europarat mit 47 Staaten haben wir da auch ein bisschen trainiert mit den Abstimmungen. Oder täuscht mich jetzt hier? Weißt du, ist auf einmal die Ambassador gekommen, der hat gesagt, man muss da die FIFA überwachen, Infantino hat sich gewehrt und so weiter. Dann mal wie lange hat es geheißen in der Rundschau rein, eure Fraktion, die Schweizer Fraktion, sieht dann also auch völlig hinter der FIFA. Ja. Denn du bist eigentlich beim entscheidenden Match, bist dann irgendwie da oben im WEF. Also, wie ist das rausgekommen? Also ist die ganze Geschichte. Das ist ja letzte Woche abgelaufen, wo es WEF war. Ja, ja. Und Europarat hat einmal vier Sessionen, jeweils eine Woche. Und wirklich auch Thema, schlussendlich das Hauptthema, nicht das Wichtigste, aber das, was sicher die Medien wieder am meisten interessiert hat, ist wieder ein Bericht, wo der Europarat sagt, man müsse die FIFA besser, Good Governance, also besser führen. Ja. Da ist eigentlich normal Information auch gelaufen von der FIFA. Zu Europaratsmitgliedern. Dem sieht man Lobbyismus, das ist eigentlich normal. Ja. Und da hat dann, ich soll sagen, ist ein bisschen kritisch aufgenommen worden. Und schlussendlich hat es eine Abstimmung gegeben. Ambrasseur, die grosse, quasi alte Dame des Europarats. Mhm. Ist jetzt gerade zurückgetreten auf Ende? Luxemburg. Und sie hat dann ihren Bericht gemacht und der ist mit 131-5 bei 10 Enthaltungen angenommen worden. Ich war da gerade im WEF oben. Ja. Aber die 5 Nein, also eine quasi eine Mutige aus der Schweiz, Thomas Müller, SVP, oder Stadtpräsident von Roche, und 4 von Aserbaidschan. Das ist ein bisschen kritisiert worden. Enthaltungen sind verschiedene Länder gewesen. Und gell, es geht schon um das viele Geld, es geht um Russland, Katar, um die WM, gell, es geht alles gleich, Vergangenheit, Blatter und Vergangenheit, so. Korruption, die Frage, die jetzt Tambras heraufwirft, ist ja, haben sie es wirklich besser gemacht oder nicht? Sie sagen nein, andere sagen ja, da könnte man sich immer verrupfen. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, oder schwierig ist halt, wenn du so lange Geschichte hast, Korruption über Jahrzehnte, geduldet oder auf dem Sepp Blatter und seinem Vorgänger, ist halt schwierig, um nachher das umzureisen, auch wenn Sachen besser gemacht werden. Das ist schwierig, das Verständnis. Also, weißt, es gibt einen Haufen anderer Verbände, auch unsere Sachen. Es ist einfach wahnsinnig viel Geld im Spiel beim Fußball. Ja. Und darum ist es auch sehr interessant, gell? Darum ja, natürlich weltweit. Also, hast du Leute mit anderen Kulturen, Afrikaner, Zentralamerikaner. Du hast auch für mit dem Fußball, oder? Ich habe selber, die Schutter ist, bin ich das auch nicht weitergelangen, das Junior hier zu Mundling. Aber nachher, ja, ich habe nicht geschafft bei der ISL, das war die berühmte Marketingagentur, nachher mit der FIFA Marketing. Das ist schon ein Grund, warum sie was noch schon ja, ein bisschen rausgekommen mit dieser Geschichte. Ist ja hochinteressant, hat sich in dieser Zeit entwickelt von, ja, hast du gerade 2-0 herretun können. Also ist ein Milliardengeschäft geworden. Du bist ein Sprachgenie, ja? Also, ja, schon, ich kann du ganz kannst... gut Rentaler, ist operierter ist, ja. Nein, du kannst eine Aufsprache. Das hilft natürlich im Europarat oder so. Ja. Ja. Ich habe halt auch gelernt, weil ich auf der ganzen Welt gearbeitet habe im Fußball, auch vorher im Skiverband und im konsularischen Dienst. Und wie meinst du, kommt es jetzt raus bei der FIFA? Ist der Druck von der Kontrolle und der Infantino, der sich so gewehrt hat, bringt das jetzt etwas? Also die FIFA hat etwas Interessantes gemacht. Sie hat nachher gesagt, die parlamentarische Versammlung, die macht all Druck. Die haben jetzt seit den letzten 5 Jahren 4 Berichte gemacht, all gegen uns. Jetzt gehen wir mal direkt zum Generalsekretär, also quasi auf Stufe Exekutive. Bis Ende Jahr haben sie gesagt, da müssen wir alles regeln, also Korruption, Match beschissen, Frauen,
tun, wo zu wenige Führungsfunktionen sind, geht alles miteinander. Da haben sie die Latte relativ hoch gesetzt. Ja, ja. Da wird sicher ein Auge drauf. Wir fahren ein Stück weiter, gell? Ihr gemerkt, können das ist ein Hybrid, das ist ein Toyota übrigens. Ja, jetzt fahren wir mit der Batterie. Ja, jetzt fahren wir nur mit der Batterie. Scheint es schon eine Ausnahme gehabt, aber da ist das sehr selten. Ja, das ist wirklich sehr, sehr selten. Ja, das ist sehr, sehr selten. Aber eben, wie gesagt, aber es ist genial, oder? Fast jetzt. Ja, ja. Auch sehr, sehr einfach zum Fahren. Nein, also, ich muss sagen, für mich eines von darum kannst du ja fahren, gell? Das kompliziert es auch, dass ich müssen fahren, darum kannst du übernehmen. Also ich bin absolut Fan, da muss ich ganz ehrlich davon sagen. Davon kannst du in Linsen gehen, nach Kriessern, aber genau, nicht den dritten Ort zu tun. Genau. Also dann denke ich mir einmal, also das war nicht so, gewesen, dass ihr einfach hinter Infantino und FIFA gestanden seid, sondern das ist ja wirklich völlig anders gewesen. Nein, ich denke, das ist wichtig bei solchen Sachen, man wirklich die Sachen super anschauen, differenziert anschauen und nachher auch sagen, wenn man muss sagen, nein, da ist etwas unrecht. Ja. Dort muss man hier rein, aber selber, der noch gut ist, das genau. Man muss man anerkennen. Genau. Das ist etwas, wo vielfach nicht Entschuldigung, rechts da die Springkonkurrenz auch. Ja, früher in der Hinnerfahrung war es. Ja, aber natürlich immer, das ist sehr, sehr beliebt jetzt, da. Da baut einmal der Wächter, gell? Der Roger Wächter baut einmal die Parkour und das ist wirklich sehr beliebt bei den Pferdefreunden. Also, überhaupt nicht mehr gesehen. Also operiert ist eine Sache. Ja, also operiert ist eine riesige Fläche. Ja, ja. Sowieso noch. Jetzt kann man gerade zwischen den Mundlern und Kriessern ein Industriegebiet, das also seit Jahrzehnten. Ja, ja. Verschiedene gute Betriebe, halt bei uns industriell ausgerichtet, aber überall in dem, was macht, alle der Spitze dabei. Genau. Und genau. Wenn man es nachher einfach noch sieht, wenn man ein bisschen rechts fährt, die Seite, die Berge, wo man sieht, ist schon Österreich, also auf der anderen Seite vom Rhein. Und du bist einmal dann da bei Mondlingen Zöllen, bist dann einmal übergegangen, gehst heute noch mit dem Velo dort über? Da gehe ich etwa ein bisschen weiter oben über, ja. Wenn ich eine Runde machen will, hat einen schönen Weg. Dort bin ich einmal ein bisschen EU-schnuppern und bin wieder froh, wenn ich zurückkomme. Eben, gell? Du, jetzt aber einen Moment, ich fahre eine schön gerade Strecke, wir fahren ganz lang. Ich muss dir noch schnell einen Tank geben. Du, ja, wegen? Das ist die Hand, die du Donald Trump gegeben hast. ja, also ich habe sie nicht gegeben, habe sie noch, aber ich habe geschüttelt. Aber kann ich und wie war er so? Also es ist natürlich nicht übertrieben. Es war eine kurze Begegnung, ein gutes Verhältnis zu seinem Botschafter, schon länger. Seder Kahn ist sein Mentor, war auch schon bei uns im Rindl am 1. Dezember. Jawohl. Und der Botschafter ist doch in den USA, wir nehmen ihn bald wieder her. Da war eine Begegnung zweimal im WF, einmal im Hotel Interconti, also in dem Goldenen Eier, und einmal unten im Hauptgebäude vom WEF. Genau, ja. Aber irgendwie, weißt du, auch unser Bundespräsident hat natürlich, Alain Berset hat auch gesagt, man hat sich ihn anders vorgestellt. Also, bist du überrascht gewesen, gell, zum Teil? Ja, überrascht. Also, wer der Stuss, der natürlich in den Medien berichtet wird, worden ist, einfach glaubt, ohne unkritisch glaubt, selbstverständlich ist er überrascht. Wer aber sieht, was er wirklich gemacht hat, wenn er sich politisch etabliert hat, der ist jetzt nicht überrascht. Aber es ist klar, als Person kann man einverstanden sein oder nicht. Aber jetzt, gerade in meiner Funktion als Präsident von der Außenpolitischen Kommission, in den letzten zwei Jahren war ich, seit Anfangsjahr nicht mehr, das ist ein natürlicher Wechsel. Jetzt ist vorne das C, gell? CVP ist jetzt, ja, Frau Schneider-Schneider von Basel. Also in dieser Funktion muss man das nicht den Leuten Moral machen, sondern schauen, dass man mit diesen Leuten Geschäfte können. Er ist ein Geschäftsmann. Natürlich. Und jetzt sind wir gerade im Industriegebiet, jetzt sehen wir dann gerade in einer Minute so sind wir nachher noch in der Schütze, wie so ein hochinteressanter Gewerbepark. Menzi Mukdin, Swissquio Print, Top-Firma, weltweit Top-Leading-Firma mit 80, 90 Angestellten. Unglaublich, wo Weltkonzerne wie Panasonic und so weiter konkurrieren und die Firma wollen aufkaufen. Also sagenhaft, das ist Rindl, wie es lebt und lebt. Oder? Und da ist etwas, für das sind wir da und da braucht es jetzt nicht von mir eine Moralpredigt gegenüber einem amerikanischen Präsidenten. Ich finde das völlig falsch, wenn alle Leute machen. Übrigens finde ich, Alain Berset hat das gut gemacht. Der Vorgänger des Bundespräsidenten Doris Leuthard hat nicht geglänzt. Ja, das ist ja so übergekommen. Also, ja, genau. Nein, das ist gut gemacht. Aber in dem, die Schweiz muss sich positionieren, das heisst, mit dem, wo gehen wir da rechts? Ja, das gehen wir doch gerade rechts. Ja, da gehen wir richtig Grenzen. Wir haben richtig Grenzen. Natürlich da natürlich, das ist die Industrie erwähnt natürlich. Ja. Oder wirklich auch, also eben wirklich im WWW-Netz, also World Trading drin ist natürlich so. Und natürlich auch Grenzen. Auch. Also auch der Standort ist natürlich einfach Standort, gut, oder? Absolut. Man sieht her, man sieht durch. Stell dir vor, das Rindl, früher noch das Armenhaus von der Schweiz, heute pro Arbeitsplatz 10, 20, 30.000 je nach Jahr. Exportüberschuss pro Arbeitsplatz. Ja, also weltoffener geht es gerne nicht, oder? Da sieht man es dann nachher. Menzimux sieht man vorne. Dietschi, Bauprofi, Baumontage, Swissquio Print, weitere
kleinere Firmen auch, die hin sind. Menzimuk, eben die berühmte Marke. Ja. Sagenhaft, sagenhaft. Ja, jetzt, also es hat eindeutig sich extrem getan. Also ich habe mir in einer Krise zu meiner Radio DRS-Zeit, also das ist ein ganz anderes. Jetzt gibt es da Maisonette-Wohnungen, also es hat sich viel die Zollgarage war zum Beispiel Ausscheidung von der Miss Ostschweiz. Oder? Jawohl, ja. Ja, da haben wir nicht hergebracht, eine Konkurrenz gemacht. Fahren wir links, oder? Ja, willst du gerade die Grenze her? Ja, komm, da können wir gerade über das Zoll. Da ist GK Grünenfelder, der macht für das Militär aufbauen. Müssen wir dann irgendwie wieder kehren, gell? Ja, das können wir da noch. Willst du über? Ja, warum? Ja, gehen wir mal über, über den Rhein. Wir können mal über, ja, genau. Hast du den Pass dabei? Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht. Jawohl, ich schon. Du bist ja natürlich, gell? Ja. Du genießt immer. Nein, ich habe dabei. Ich habe dabei. Übrigens nicht. Identität. Ja, da gehen wir runter. Magnus, Identität. Ja, natürlich. Immunität, ja, genau. So ist es, wenn man fährt und fragt. Jetzt sagen wir es öfter. Nein, du hast schon recht. Und Vorland natürlich, gell? Ja, da ist natürlich wunderbar. Da kannst du ein bisschen joggen, oder? Ja, ja. Und hast das Österreich wunderschön. Gebiet auch eben, da bin ich gerne in den Hügeln, genau. Am Mountainbike. Und übrigens gehen sie da einmal gehen sie in den Rhein, gell, mitten im Januar, gell, und schwimmen da von da weg auf die Ippel zu achten. Schon? Ja, Taucher. Ich Taucher, ja, Taucher, die Wilder Siechen, ne, habe ich nicht gewusst. Ich glaube, da gehen sie. Jetzt haben wir gehört. Die Grenze passiert. Toyota, Grenze, weiss ja. Der weiss es, oder? Genau. Ja, nicht, wenn ich denke, für den SHP-Ler kommt man mit dem Sägen. Ja, jetzt sind wir in der EU. Jetzt sind wir in der EU. Und was hat schönes, gell, im Vergleich zu der Zeit, die ich erlebt habe? Mein Gott, da bist du ewig gefilzt. Da sind wir einmal mit Habsburg, da sind wir einmal zum Osten, Schnitzelbrot. Und irgendwie immer die Kontrolle. Wir haben ja nichts dabei, können nichts zu verstecken. Und, ja. Aber das ist jetzt schon schöner, gell? Ja, klar, aber man muss ja schon aufpassen. Man hat jetzt natürlich innerhalb von der EU, hat man Grenzen, hat man es außen dran, kann ich nicht mehr. Manchmal, das Nationale, das muss man mal schauen, ob es schön aufnimmt. Über Grenzen? Ja. Ja, da schon. Also ich glaube, in der Uniform als Armeeangehöriger dürfte ich nicht, oder? Mit der Knarre, aber als Moniteur auch privat. Ah, so ist das, ja. Aber eben, gell, das ist natürlich, du bist es natürlich einiges jünger als ich, aber das benachbohrte Vorarlberg ist natürlich schon auch äußeres Gebiet gewesen, auch für den Ausgang, für euch, das ist nicht wirklich eine Grenze gewesen. Schau mal, wenn jemand, ich bin im Skiverband gearbeitet in den 90er Jahren, dort die schönen Käsezeug, bin ich zuständig für das Marketing, oder? Und da haben viele gemohnt mit dem Dialekt, der viel eher tönt wie im Vorarlberg, ein Lichtersturner, an der Stadt St. Gallen, oder? Da können wir gerne reden. Und dann haben sie gesagt, das ist ein Spion von der österreichischen Mannschaft. Oder mit Büchlern, dann denke ich, vielleicht ein leichter Sturm. Nein, selbstverständlich. Wir haben alles immer gehört, der Rhein tut quasi trennen. Schau, das EU-Fähnchen. EU-Fähnchen natürlich. Ja, genau. Der Rhein tut trennen, aber wir sind dann sehr nach. Das ist der Schlagbaum, steht noch. Man könnte nicht runter tun. Man kann, ja, man muss ja ein bisschen aufpassen, ist ja gerne erlaubt. Mehr wäre es ja nötig, aber es ist ja nach Schengen Dublin, also Schengen-Richtlinie, ist ja gerne erlaubt, um quasi wirklich noch jeder. So, jetzt sind wir wieder auf der sauberen Seite. Schauen, jetzt haben wir ihn vielleicht gerade beachtet, wir haben ihn kontrolliert. Das wäre gut möglich, ja. Jawohl, jetzt haben wir über den Pass. Ich habe im Fall hier nicht mehr. Ich habe einen WIF-Map. Ich hoffe, dass wir fahren da hoffentlich sicher. Schauen Sie mal. Ja, ich glaube, es ist schon da, aber das ist ja gut. Das ist alles gut. Also ich glaube, das ist alles gut. Schau mal herfahren, was wir fahren mal her, da. Wir etwas dabei und mal schauen, gell, ob wir da dürfen. Die halten uns sicher an. Ja, also, wir nachschauen. Ja. Jetzt müssen wir warten. Wir sind mit einem, nein, gar nicht. Wir sind mit dem Interview dran. Mit dem Rodrigo. Wir sind gerade miteinander. Hoi. Aber wir schneiden nur ein wenig auf. Wir schneiden das aus, dass wir euch nicht sehen. Gell? Ja. Das ist gut. Ja. Oder dürfen wir reinlassen? Ja, es ist ein schöner Smile. Schau mal, wenn der Smile gut ist, lassen wir es drinnen. Tschüss. Siehst du, das ist einfach Freundlichkeit. Nein, das gehört dazu. Eben, und so etwas, ich meine, das ist Rindl, oder? Und mit dem Moment, Punkt, und in einer Deutsch gesehen, grosse Schnurren wie da Zürcher König. Ja. Wir haben etwas zu bieten, dort hat das auf den Kauf. Wir haben es nicht gross, so hat die Wusipusau. Und sind ja freundlich, hast du? Und jetzt schauen und auch hin oder her. Aber so die gewisse Kontrolle, also schadet es wirklich nicht. Nein, am Gegenteil. Nein, und es ist schon Krise. Du noch Krise rein, oder? Ja, kannst du noch Krise rein. Das Dorf der Ringer, die jetzt im Moment besser sind. Ja. Klar besser als die Operierter, aber ich glaube, in ein paar Jahren wird das wieder umgekehrt sein, weil die Operierter einen ganz guten Nachwuchs. Und natürlich Olympia, 1994, Hugo Dietschi, Olympia, Bronzemedaillengewinner, auch heute natürlich. Noch voll dabei. Ja. Das ist das Schöne, oder? Olympiamedaillengewinner, aber der geht jeden Abend fast mit den Junioren und den Leuten trainieren. Aber ich glaube, der Hugo wohnt in Zeewallen inzwischen. Ja, das Dörr, aber... Weißt du, er hat mir erkannt, dass auch...
ja, südlich noch schöne Frauen gibt. Ja, da weiß ich nicht. Ich weiß, dass er da trainiert. Schau noch, Fasnachtsparty. Wir haben ein Haus. Da kommt er aber sicher oben runter. Da bin ich sicher, ob er nicht Sevela oben wohnt. Wir haben ein Haus. Sevela, gell? Sevela, oder sind wir? Sevela, Sevela. So weit. Ja, wir haben ein Haus, der Randidietsche, gell? Oder? Also wir importieren, wir haben also einige Rheintaler bei uns natürlich, eben dort im schönen Werderberg. Gell? Aber eben, du bist international und aber von der ganzen Einstellung her bist du auch irgendwie international geblieben, gell? Ja, also, aber genau wegen dem, wenn du sagst, die Welt ist, wie sie ist, wir können die nicht verändern, wir müssen sie nicht verändern, genau. Aber wir müssen offen sein gegenüber der ganzen Welt und nicht nur gegenüber der EU. Das ist mir wichtig und das haben viele Leute das Gefühl, ein Rheintaler, SVP, der ist jetzt gerade gern verboren. Ja, eben. Aber weiss es so nicht, oder? Das müssen andere beurteilen. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich da bin. Eben, du hast vorher gesagt, ja, die Sprache habe ich gelernt, weil ich in den Ländern gearbeitet habe. Ich habe fast 20 Länder gearbeitet. Ich habe viele Rheintaler, die ich kenne, die das auch machen. Und trotzdem sind sie nachher konservativ. Sagen, für uns, dort, für unser Zeug müssen wir schauen. Genau. Das mache ich. Genau. Und da habe ich einfach, darum sage ich es ja, oder? SVP gilt immer so als rechts, als verschlossen, Grenzen zumachen. Mhm. Aber das trifft nun wirklich für viel SVPler überhaupt nicht zu, oder? Nein, weil man für sein Land schaut, dann heisst das nicht, dass man verschlossen ist, sondern wir müssen schauen, dass wir unser Zeug dort, wo wir es können, richtig machen und wirklich Einfluss von richtig machen. Trump hat es ja gesagt, oder? America first. Aber er könnte auch nicht begreifen, dass andere Politiker nicht sagen, Switzerland first, Austria first, Nigeria first, ist ein Bleiwahl, oder? Genau. Und das ist schon etwas, das ist, glaube ich, etwas, was man einander kann verstehen kann, darum sicher auch gute Geschäfte miteinander, wenn wir wissen, was unsere Aufgabe ist. Ja. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wenn es der Roland Rine Büchel vielleicht ein bisschen abtun ist, ja, ich bin auch. Dann natürlich hat einfach die GoPro, die belichtet automatisch. Wir können es einfach in Gott sei Dank einfach nicht machen. Dann müsst ihr durch, aber ihr hört dazu. Ich hoffe, ich komme heller raus, als dass ich mir nicht dünkler. Du bist sehr hell. Extrem hell. Nein, im Licht jetzt. Genau. Du hast seine letzten zwei Jahre als Präsident von der Außenpolitischen Kommission vom Nationalrat. Ist schon noch ein bisschen speziell, gell? Ja. Trotz deiner Welterfahrung hast du noch mal etwas dazugefunden, oder? Absolut. Und es ist natürlich wahrscheinlich die interessanteste Zeit, die wir können haben. Umsetzung, Masseneinwanderung, Verhältnis zur EU, Türkei mit den Problemen, Russland im Europarat. Also es ist unglaublich viel gelaufen. Wahlen, oder, die überrascht haben, Brexit, Trump-Wahl. Ja. Da ist jetzt schon ein viel zusammengekommen und darum hat es mich auch ein bisschen aufgespült quasi. Haben sie wohl mich gefragt, als Präsident. Und haben natürlich auch müssen Kommission vertreten, nicht auch das sagen, was ich will. Ja. Und jetzt seit Anfang Januar kann ich wieder richtig politisieren. Ja, weißt du, und da links geht es das Montag durch, aber da kannst du mal rechts operieren. Ja, genau, da habe ich noch verschiedene Kollegen, da bin ich heute mal gesehen. Hast du Kollegen? Ja, eben, das frage ich mich immer auch, gell? Typisch Mundlinger, also die stehen da zu dir, oder? Gell? Und Kollegen, wenn wir dann gerne ein bisschen Mehrheiten schafft, haben wir auch offen ist für andere Meinungen, gell? Also, weißt, wenn man nicht ein eingefleischter Wetterberger ist, kein eingefleischter Wetterberger, dann muss man offen sein, aber, oder? Ja, sicher, offen schon. Aber offen heisst ja nicht, dass man alle Hände scheisse die Meinung ändert. Und man darf auch zu seinen Sachen stehen. Ja. Und da habe ich das Gefühl, dass das Versuchen, denke ich, ist mir auch gelungen. Genau. So habe ich die wirklichen Kollegen und nicht die Kollegen, die man hört, wie man hin und her schlängelt. Die brauche ich nicht. Genau, das hast du recht gesagt. Das kannst du jetzt gerade hier rechts und gehen wir nochmal einen anderen. Genau, also du hast jetzt recht gesagt, ob ich auch Kollegen habe. Ich sage mal einfach das Zeug gerade draussen. Nein, ich meine es im Ernst. Ja. Also, ich sage es einmal gerade draussen, gell? Und ich bin überhaupt kein Diplomat. Und ich manchmal denke ich mir, ist besser ist das nicht, oder? Nee. Du bist eigentlich auch nicht ein Diplomat, es drückt man bei dir, du machst so sehr einen sanften Eindruck, aber du sagst, es drückt gerade raus. Du schaffst es auch, um eben Kollegen in ganz anderen Parteien zu haben. Du bist jetzt so ein Parteibüffel und bleibst einfach dort dabei. Oder? Ja, ich denke so. Und ich meine, kein Diplomat hat in der Zeitung mal geschrieben, quasi, ich könnte nie ein Diplomat sein. Ja. Die haben nicht gewusst, dass ich im konsularischen diplomatischen Dienst gearbeitet habe. Aber das spielt ja keine Rolle. Genau. Und das andere ist, du kannst nachher da vorne links. Genau. Und das andere ist, also hatte mal keine Reklamationen, keine ganzen letzten zwei Jahre und gute Kontakte zu Botschaften von der ganzen Welt. Was ich nicht gemacht habe, ist unnötig umeinander reisen. Das ist völlig nicht nötig. Wir haben ja Botschafter da. Einen sehr intensiven Austausch mit Botschaften von der ganzen Welt. Genau.
Farmat, gell, wie heisst es da? Glaube ich, da ja, offen geht, also das ist da mal die berühmte genau. Fischfarm, oder wie sagt man, nicht Farm, ja. Die Fischzucht. Fischzucht, genau. Wo genau. Dann, ja, wo ja, ein bisschen, ja, ja. Eigentlich eine gute Idee war, aber schlussendlich die Hose gegangen. Und eben relativ grosse Bauernhöfe natürlich, gell, was ja, also, in der Fläche ist auch aber oben, da ist natürlich auch die kleiner, also gross, ja, was. Ja. Vielleicht für Schweizer Verhältnisse im Gegensatz zu einem Bär-Bauer gross, aber was nicht, amerikanische Verhältnisse. Ja, ja, klar. Die kommen natürlich auch draufstellen, da die ja, riesen Dinger. Also. Noch zum ganz kurz zurückkommen, Trump, oder? Also, er war wirklich Beitrag von der Schweiz, gell? Irgendwie. Absolut, ja. Gell? Nein, und das ist auch wichtig, auch seine Botschaften. Der liebt die Schweiz, das ist eben unglaublich. Ja, ja. Auch seine Leute, das die Heritage Foundation, ja, die haben die Schweiz richtig gern. Sie verstehen die Grün Sinks, Entschuldigung, also eben Moor, gell, Dorf ja, und so weiter. Da kommt gerne nochmal ein Tal in der Schweiz. Schöne Landschaft. Wirklich schön. Zwischen Dobriet und Altstädten, so ja. Genau. Zwischen, ja, Türli und Flideri, genau, das ist ein genau. Zeichen. Wie sagt man, Zeichnungsbuch, ja, ja, hervorragend, wo, ja, wo eigentlich auch hier aus dem Ried raus quasi ja, entstanden sind, die ja, ersten Geschichten. Und jetzt um die ganze Schweiz umgegangen. Genau. Eben, Trump war so ein Beidruck, ja. Ja, ja, er ist wie er ist. Und man muss auch nicht irgendwie hier hineinkriechen, aber denke ich, mit dem Zusammenarbeiten verstehen, endlich jemanden haben, wo liberal politisiert, also genau, wirtschaftsliberal. Genau. Das ist eine grosse Chance für uns. Und magst du ihn? Ja, magst ja, ihn, ja, ich fahre immer rein. Auf Frisse kommst du noch. Also mit dem Politiker unterwegs bist du sowieso. Auch neu, Rino Wieder. Genau. Rino Wieder, ja, wird viel noch mit mir verwechselt, Rino. Ja. Weil ich ja Roland Rino heiße. Ja, aber er ist Rino Wieder, Rino Bücher ist mein Vater. Roland Rino. Also ja, Rino ist auch, Name. Also hat mit Scheidungen nichts zu tun. Go down to Rino und so weiter. Ah, nein. Du geschirrt. Nein, der Rino ist ja kein Rhinoceros, sondern ist ein italienischer Name. Rina. Ja, der Großmutter war Rina, so, der Papa ja, Rino. Ja. Aha, ja. Jetzt sind wir im Achivies übrigens. Ja. Und was sind wir jetzt erst gerade? Im Achivies. Eichenwies. Gut. Ein Aachen. Aber das ist quasi fließend drüber gegangen. Nachher ja, sind wir bald wieder zu Brieten. Verstehe ich nicht, wenn du sagst Achivies. Achivies? Ich wusste. Also, wenn ich würde sagen Eichenwies, dann Eichenwies, dann würden wir ja zu Brieten nicht mehr verstehen. Schon so reden, dass die eigenen Leute verstehen. Weißt du, Niklas Wolgensinger ist ja aufgewachsen, ist Lehrer zu Montlingen, ja, ist mal zu mir heimgekommen, meine Lehrer Meitling gefragt, Lehrer, wie hast du Meitling die Antwort gegeben? Dann gesagt, nee, sind sie unfreundlich, sind sie verstanden? Ja. Wie hast du, oder? Oder hast du operiert, was sagen ihre Sinne? Ja. Eben, mit dem Kauderwelsch, man versteht. Es sind ja übrigens gell? Verschiedene Lehrer, auch Markovic, wo Bücher, Dialektbücher geschrieben haben. Ja. Wirklich super schöne Sachen. Ja. Und jetzt haben wir ein die Runde gemacht. Jetzt sind genau, wir zurück da hier rechts Zick. Hast du noch Erinnerungen an Zick an die Schule? Ja. Gute? Ja, alle gute. Primarschule, Zick, KV, eigentlich alle ja, gute. Jetzt ein bisschen relativ locker, okay. Ich muss zu viel tun. Gell? Ja, eben. Und eben, wie gesagt, also Oberried ist schon, also ist wirklich respektabel. Man fährt damals relativ unbedarft durch, Richtung ja, Stadt, Altstädte und so weiter. Ja. Aber wenn man das so alles anschaut, die Industrie und das Umfeld und so, ist ja, Oberried natürlich eine ganz, ganz eine wichtige Gemeinde für Sintel, gell? Nein, absolut. Und eben in der Vielfalt fast 9000 Leute zwischenzeit. Ja. Und früher ist wirklich die Straße, die wir jetzt rauffahren, genau, 1,5–2 Kilometer, links, rechts Häuser und sonst nichts. Ich glaube, irgendwie mal das längste Strassendorf gesehen, ja, jetzt einmal gekossen. Ja. In der Zwischenzeit ist natürlich ganz anders entwickelt. Ja. Ja. Links wieder vorbei an der Gemeinde, gell? Jetzt Gemeinde, in der Retour, Kirche, ja, Richtung Toyota Hyundai, also Garage Büchel. Mhm. Gell? Was sind ihr jetzt überhaupt? Das sind der Toyota Hyundai? Hyundai und sonst nichts. Nicht. Also Lexus, das ist ja die Luxusmarke genau, vom Toyota. Genau. Dort der macht noch Service, wir haben die nie genau, genommen, müssen zu viel investieren und das ist jetzt nicht unbedingt der, wo gefragt ist. Da heißt ja, weißt du, musst du nach einer teuren BMW, Mercedes, Jaguar und Zeug genau, reinnehmen und dann hast du nach ein paar hunderttausend Stutz auf dem Hof, da musst du auf den Zinsen, das ist nicht das Idealgeschäft. Wir verkaufen doch einige Lexus, wenn man die will, aber wir sind nicht offizielle Vertreter. Ja. Das war eine Tour, der Oberried, überhaupt mit den Mitteln, die wir hier haben, GoPro rein, GoPro draussen. Ja, das hat auch ein gewechselt. Ja, genau. Genau. Wunderschönes Wetter. Wir sind jetzt eigentlich mit dieser Tour am Ende. Das würde mich interessieren, ist jetzt Ende Januar 2018, mhm, nachdem du jetzt eigentlich schon monatelang fast arbeitslos bist, was das Präsidium betrifft in der ja, außenpolitischen Kommission vom Nationalrat. Was sind denn so deine nächsten Pläne jetzt da? Was machst du jetzt so?
Wie meinst du jetzt karrieremäßig? Also, ja, Karriere, politisch, aber immer ja. Natürlich. Nein, das Ding ist klar. Also, ja. Man kann, wenn man nicht mehr Präsident ist, kann man fast mehr politisieren. Aha. Da kannst du natürlich die Rede raus. Ja. Das werde ich verstärken. Ich bin weiterhin im Europarat, bin weiterhin in der Außenpolitischen Kommission. Eben. Ich bin ja. Weiterhin im Büro. Also, das ist dann halt wieder Vorstand vom Nationalrat. Genau. Und wenn ich, weiß nicht, willst du anspielen, wie irgendwie eine höhere Ambition. Genau. Genau. Es wäre es wieder Wahl, es wäre es so schnell wieder etwas. Bald, ja, ja, es passiert. Ja. Im Bundesrat passiert immer schnell etwas, da bin ich genau, überzeugt. Genau. Eben sei es Doris Leuthard, den genau. Schneider-Amann, irgendwann noch der Uli Maurer. Aber da bin ich jetzt am von den wahrscheinlich wenigen, wo mit bestem Gewissen kann sagen, aha. Nein, da habe ich keine Ambitionen. Weil ja, ich will das nicht, ich will nicht einfach nur von der Politik leben als Exekutivpolitiker, das ist nicht meins. In dem Fall vielen Dank, gell? Ein ja, anderes danke, Mal wieder. Wir hoffen jetzt, wir liegen Toyota schön drauf. Cool, Schlossgarage, Büchel, gell? Schlossgarage, Hybrid, Test Days. Wenn du irgendwie politisch mal aus und vor bist, also da hättest du einen Job, he? Da hätte ich, nehmen wir es mal wieder auf, mal ein Auto verkaufen. Darf ich da mal wieder ein neues verkaufen? Nächster Stand vom Hybrid wäre auch etwas, ja? Also Moment schon, jetzt muss ich schnell schauen. Ich kann da mal schauen. Nein, also, das sind etwa 120'000 drauf. Ja, da hat man einen guten Preis. Ein Prius, also... Ja, der hebt eben gut. Der hebt 20 Jahre. Ja, ja, aber würde jemand anderen würde auch noch gerne okay, fahren. Gut. Und dann du einen neuen nimmst. Ja. Müsst vielleicht mal schauen. Vor allem auch die Hyundai. Die sind sehr weit fortgeschritten. Die haben auch Modelle, die ein Elektro- und ein Plug-in-Hybrid, einen normalen Hybrid hast. Hochinteressant, auch gerade auf der Frühling her. Du bist Multikulti, Multitasking, gell? Also. Nein. Nein, nicht? Da können die Frauen alle etwas aufs Mal. Oh, du. Vielleicht kann ich das ein oder andere Talente, weiß ich nicht, aber nie zwei Sachen miteinander, dann kommen wir durcheinander über. Du, Anfangsjahr, dein grösster Wunsch für dieses Jahr? Du kann. Ich bin zufrieden, so weiter. Dort, wo ich Schwächen habe, die ausmerzen und stärken, verstärken. Und hoffe, dass wir für unser Land wirklich eine gute Politik machen. Jetzt wird es wichtig mit der EU, dass wir dort nicht neben die Hause laufen und sagen, dass wir da sind und stark da sind.